In der letzten Episode. Ach, was haben wir? Ja. Natürlich. Die sind ganz schön flink, die Biester. Der ist noch hinterher. Tja, Junge. Nächster. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Generation Zero in der Folge 48 im Guerilla-Modus. Ja, da oben stapfen noch die Rivalen herum. Sie sind inzwischen schon wieder am Rückzug. Hier stehen irgendwie zwei sehr große Fässer. Das ist noch ein Riese, okay. Wir gucken mal, ob wir in die Nähe kommen. Wenn nicht, Torsberger ist schon anvisiert. Seht ihr oben? In der Leiste. Das wäre nämlich tatsächlich die nächste, weil sie haben diesen ganzen Nebel mal weggemacht, ja. Das war auch notwendig und das war auch gut so. Ja, die Tanks sind sehr, sehr nah. Okay, ich schaue nochmal auf die Karte, aber sie sind eigentlich, der ist sowieso schon Richtung Fiskebeck unterwegs. Na gut, die sind halt, da oben gibt es einen Acker und die sind halt am hinteren Ende des Ackers. Okay, dann lassen wir das erstmal. Ich will sie jetzt nicht triggern, weil die Sache ist die, wir sind nicht auf Level 25, die bringen uns nichts und es sind halt Apokalypse-Tanks. Es sind halt zwei. Und einer davon ist ein Rivale. Und die müssen wir uns natürlich aufheben, bis wir auf Level 25 sind, weil die Apokalypse-Tanks auf Level 4, wenn du die hast, dann hast du eigentlich eine relativ sichere Drop-Chance für eine experimentelle Waffe. Und sie haben wohl die Quote erhöht und die Leute sind jetzt auch zufrieden. Vielleicht haben sie es jetzt auch so angepasst, dass sie einerseits die Quote erhöht haben, andererseits auch, dass du halt die dann halt nicht mehrfach bekommst. Also wenn du jetzt halt, was weiß ich, die Shotgun hast, dass du dann nicht nochmal die Shotgun bekommst, sondern natürlich an eine, die du noch nicht hast. Im Inventar oder in der Plündra oder wo auch immer. Das heißt, wenn du aus Versehen mal eine ablegst oder sie verschenkst oder sie verloren geht, solche Sachen gibt es ja auch, dann könnte sie wieder sozusagen neu spawnen. So würde ich das so sehen. Echt, das ist verbogen. Ja, durch die Bäume siehst du halt nicht wirklich viel. Okay, das ist aber hier noch... naja, es ist halt so ein... Bootshaus. Torsberger ist schon noch ein Stückchen weg. Das ist auf jeden Fall. So, Mond, was sagst du? 9 Uhr abends fast. Ja, durch dieses Summen, was man die ganze Zeit im Hintergrund hat, hört das sich manches Mal so ein bisschen so an, weil das immer so auch so ein sich wiederholender Ton ist, als würde irgendwo Hunter laufen. Und den Sucher höre ich auch. Ist nur die Frage, ob man den sieht. Oh, das sieht cool aus. Scheint es auf jeden Fall ruhig zu sein. Ja. Okay. Scheint.
Echt, in die Torsberger ist da drüben. Na ja, gut, okay. Das ist halt schon noch ein Stückchen hin. Der offizielle Eingang ist hier drin. Wir hatten, ich weiß nicht, ob das dasselbe nochmal ist, aber im originalen Durchgang war ja hier ein Tank gewesen. Den haben wir mit einer Nadelstichtaktik halt auseinandergenommen. Das hat entsprechend, da vorne taucht eine andere Mission auf. Lange gedauert. Wieso taucht da vorne eine blaue Mission auf? Aber wir haben sonst, na gut, du kannst ja nur eine Mission verfolgen. Die tauchen wahrscheinlich auch auf Teuersberg. Vier Waffen, ein Sammelgegenstand, eine Mission. Das könnte natürlich sein, dass das ein Missionshinweis ist. Weiß ich nicht. Eigentlich sieht er anders aus oder sah anders aus, aber... Gut. Unterschlupf. Tja, wo der auch immer ist. Nicht hier drin auf jeden Fall. Scheint auch relativ weit weg zu sein. So, was haben wir hier? Nichts. Gut. Die kann man komplett nehmen. Ach, das hier eine Mission, nicht? Ist das dann die Mission? Anhören. Torsberga, det här är Bråken, Wilhelm 42, från Överby, korporal Helena Jakobsson. Jag är i ett luftrum, bekräfta, kom. Torsberga, det här är en varning. Upphör eldgivning från batteri 3 omedelbart och avbryt aktiv insats, kom. Torsberga, jag har uttryckliga order att neutralisera samtliga artilleripjäser om ni inte upphör. Är det uppfattat? Ah ja, tja. Du hat's gerumst sozusagen. Das gehört jetzt aber nicht hierzu. Das ist dann eine Nebenmission. Absturz. Finde das abgestürzte Kampfflugzeug. Ja, Engsnes hat's ja gesagt. Dies ist ganz woanders. Da hat es ja gut. Die fliegen halt ein Stückchen. Die relativ schnell unterwegs sind und abstürzen, dann kommen die noch ein Stückchen weit. Okay. Rucksack, Rucksack. Neuen Stoff. Mal gucken, Gewicht, Gewicht, Gewicht. 67 Kilo. Ich versuche erstmal zu gucken, wo der Unterschlupf ist. Eine Adrenalinspritze, das kann natürlich schon helfen. Eine klassische Sonnenbrille. Hm. So, meine Gute, dann gucken wir, was der LKW hat. Da nix. Na. Da auch nix. Und da auch nix. Ja, er ist komplett leer. Ja, es ist extrem finster und ich habe noch ein weiteres Problem, nämlich, dass die Sonne wieder durchs Dachfenster scheint und sich auf mir reflektiert. Okay. Da kommen wir nicht weiter. Wie schon gesagt, der Festung Torsberga. Der Unterschlupf ist erstmal interessant. Hier ist auch die Bike Station. Okay, dann ist der nicht sehr weit weg. Aber wieder grell leuchtend, alter Schwede. Hä? Was war das? Okay. Der Schutzraum, okay. Dann ist es tatsächlich hier unten drin.
So, meine Gute, ein Unterschlupf. Dann werfen wir auch gleich mal die Gasbuddeln raus und so weiter. Da kommen wir noch ein bisschen runter mit dem Gewicht. Warum macht man das Rad in die Richtung? Ich hätte es ja zumindest in die Richtung gemacht. Nicht in den Weg jetzt unbedingt, aber hey. Gut. Plündra. Wie bitte keine Plündra? Mist. Ach, das ist der Unterschlupf ohne Plündra, oder was? Na ja, gut. Dann nichts zum Erleichtern. Na ja, gut, aber zumindest kann man hierher springen. So, das heißt... Ja, wir gucken mal, ob wir da irgendwie... Wahrscheinlich macht das schon Sinn von oben irgendwie. Dann setzen wir mal eine 1. Und gucken mal, ob uns das von oben tendenziell hilft. Na, erstmal hochkommen. Oder geht man gleich rein? Das könnte man natürlich auch machen. Dann gehen wir aber gleich auf die Elks sozusagen. Naja gut, es ist rot. Wir kommen da wahrscheinlich nicht rein. Ja, natürlich. Zugangscodes haben wir nicht. So, wie ist denn das? Kommst du hier hoch? Ja, wunderbar. Kennt man ja nicht aus jedem Spiel. Komm. Ja, okay, gut. Naja, wunderschön. Ja. Wunderschön. Meine Gute, bin ja froh, dass du nicht noch die Haxen brichst. Ja, hier hört man tatsächlich relativ wenig Summen. Nicht nichts, aber es ist relativ schwach. Naja, eine Kanone. Tja, da kommt man leider nicht rein. Okay, die Kabel führen aber nur hier drüber, okay. Ist das jetzt ein Hunter oder gehört das jetzt zu diesem Surren dazu? Und warum haben diese Masten eigentlich eine Lücke dazwischen? Das sind wahrscheinlich zwei sich abstoßende Magnete. Nee, doch nicht. Schön. Hier oben ist es bewölkt. Ja, dichter Nebel im Süden. Aber ich schätze mal, diesmal ist es nur normaler Nebel. Okay, hier ist die 1. Ich mach die mal weg. Damit wir da nicht irritiert werden. Okay, wir haben wieder genau dasselbe Problem. Wie damals. Der rumstapfende Tank. So, dann lassen wir uns das mal anschauen. Ich höre nämlich auch Runner. Aber nicht hier oben anscheinend. Ah, da ist er. Ein militärischer, okay. Ah.
Der Leuchtturm bringt es natürlich schon da hinten. Man sieht ihn kaum. Suche Informationen über den Angriff auf die Festung Thorsberg. Okay. Da ist auch schon was eingezeichnet. Na gut, okay. Mir sagt das Ding nicht. Okay. Er rennt von uns weg. Der Runner ist noch irgendwo britzelnd unterwegs. Ich bin mal gespannt, ob er hier oben irgendwo auftaucht. Im Zweifelsfall ja. Ist abgehauen. Waren das dann alle Runner hier? Das kann man sich nicht vorstellen. Der ist tatsächlich auf gelb, okay? Ja, man sieht ihn inzwischen ein bisschen besser. Naja, von hier aus nur die Lichter. Nicht die Struktur. Das ist gar nicht so einfach hier. Ja, das ist, der kommt da tatsächlich hier hoch. Oh, sie kommen zusammen hier hoch, echt? Gut, dann müssen wir das ein bisschen anders angehen. Ja, sie versuchen also zu umrunden. Der Tank ist auch dabei, okay. Gut, dann kommen wir da wohl nicht drum herum. Aber dann werden wir den zumindest auch los. Dann. Der Nebel scheint auch wieder dicht zu werden. Das ist schon ein Traum. Ja, wir haben leider gar nichts irgendwie Granatenmäßiges dabei. Alles abgelegt. Eine Nacht- und Nebelaktion, allerdings eher vom aufmerksamkeitstechnisch gegenteiligen Niveau. Hallo? Flintenlauf. Wo ist er? Da steht er. Schön.
da hat's geblitzelt. Ah, muss ein bisschen aufpassen hier. Gott. Ein weiteres technisches Gerät deaktiviert. Ist noch nicht hundertprozentig ideal. Was macht er denn da? Wie bitte was? Na schön. Echt, wir sind jetzt hier unten. Ah, jetzt habe ich Escape gedrückt. Ach, verdammt. Ja, ich verstehe nicht, warum man da nicht wieder rauskommt. Das ist halt, du drückst halt Escape und das war's dann. Du musst dich dann entscheiden. Du kommst dann nicht mehr zurück. So ein Mist. Gut, dann nochmal. Ich weiß nicht, wie er uns getroffen hat. Da war eigentlich voll Felsen dazwischen, aber hey. Dann müssen wir da nochmal ran. Versuchen wir diesmal einen anderen Weg heran. Ne, wir haben ja keine Plünderer, stimmt. Ich wollte gerade sagen, lass uns gleich ein paar Granaten mitnehmen, aber... Wobei, doch, eigentlich könnte man das. Man muss halt woanders hinspringen. Genau. Muss man halt nochmal den Bunker hoch, aber naja. Das ist das kleinere Problem. Wo sind sie denn? Achso. Lass uns das ein bisschen eingrenzen. 28. Gut. Dann nehmen wir die mit. Achso, die Gasbuddel, die kann ich gleich da lassen. Sind wir da zumindest 2 Kilo leichter. Dann, wo sind sie? Auf die 7. Und wieder zurück. Gut, die Mission haben wir schon. Sehr schön. Sammelgegenstand und Waffen werden wir nicht finden. Bin ich mir relativ sicher. Was ist denn hier drin? Brennende Panzer. Das ist doch schön. Ah. Fehlt uns der Schlüssel. Na, da oben leuchtet es weiterhin fröhlich rot. Ich meine, es ist ja schon gnädig, dass sie diese Fnix-Dinger von Prototypen bewachen lassen. Und nicht selber von... Fnix-Maschinen. Was ich ja eigentlich erwartet hätte. Hängt. Ich weiß aber nicht, ob das mit dem Charakterlevel zusammenhängt. Ob sie das da irgendwie gekoppelt haben. Inzwischen ist der Nebel auch verflogen. Wir haben fast Mitternacht. Okay. Eine Stufe nach oben. Okay. Der Wind, das himmlische Kind. Ich gehe das hier rein, oder was? Ah ja, guck mal da. Da blinzelt es durch das Dickicht. Ja, ist übrigens schön, dass ich das Echo hier drin von diesem Gesurre noch mehr... widerspiegelt. Ah,
Feuerwerkskörper, den nehme ich doch. Ah, schade, da kommst du natürlich nicht ran. Das ist natürlich klar, da muss der LKW erst vorfahren. Mach mal auf. Ah ja, da haben sie ihre Möbel gebunkert. Das Militär, hm? Das Bett da drin. Na gut. Man hört hier drinnen nichts. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich der Zugang ist. Aber wir können das ja mal versuchen. Okay. So ein Brilleweiß hatten wir schon. Ach, Mensch, jetzt habe ich die Munition schon wieder genommen. Kann doch nicht sein. Das muss ich mir noch angewöhnen erst. Zwirn und hier. Das kann man alles nehmen. Panzerbrechend ist okay. Dies nehmen wir natürlich auch. Gut. Noch mehr Munition. Wie sieht das jetzt aus beim Sturmgewehr? Genügend. 380 sind das. Nee, 70. 370. Schuss. Naja, kommst du wahrscheinlich gar nicht rein, oder? Ah. Gut. Gut. Wie man hier auch immer mit den Waggons. Ja, die stehen natürlich exakt drauf. Oder? Nö, stehen sie nicht. Tja. Schon schade, dass man da nicht drauf achtet. Der hier, das ist so ein Reifen. Gut, dann müssen wir natürlich wieder raus. Stehen die alle? Ne, die stehen nicht hinten dran. Panzerbrechend. Die nehmen wir. Jetzt sind wir schon auf über 400. So, was erwartet uns hier? Autohandschuhe rot. Panzerbrechen, genau. Noch ein Feuerwerkskörper. Nur Signalfackel, Zwirn und die Vollmantel. Die anderen bleiben drin. Na, ich komm's da nicht durch. Gut, dann gehen wir wieder raus. Drüben waren ja immer noch die Maschinen irgendwo. Na ja, da sieht man immer mal wieder was. Ist natürlich von unten schwer zu sehen. Okay, dann sehen wir mal zu, ob wir hier an der Seite hochkommen. Ohne entdeckt zu werden erstmal. Gut, der Tank hat sich wahrscheinlich inzwischen komplett abreagiert. Hoch mit dir.
Ja, ein größeres Magazin fürs I-76. Das wäre schon hilfreich. Ah, guck mal, da kommen wir mal unten rein. Echt? Gut, dann versuchen wir das mal. Gucken, ob uns das hilft. Schon. Wo ist denn, welcher war denn da mit dem Zeichen versehene und Eingang? Ah, der brennt, okay. Okay, hier rechts scheint es weiter zu gehen. Okay, schneller nachladen, ja. Gut, der Tank hat es aber anscheinend nicht mitbekommen, diesmal. Ja, wir haben es zwar nicht gebraucht, das Medikit, erstaunlicherweise. Ich bin selber überrascht. Er stand natürlich relativ günstig hier. Aber der Tank ist halt nicht sehr wachsam. Was willst du da machen? Es könnte aber sein, dass wir hier nicht weiterkommen, dass wir also da nochmal durch diese Tankenge durch müssen. Warum die Tanks alle brennen, das weiß man nicht. So wie sie hier stehen, scheinen sie eigentlich relativ sicher zu sein. Gut. Wie ist denn das? Das sieht man von hier aus leider nicht. Ich glaube nämlich, es ist ein Eingang weiter rechts, wo wir rein müssen. Tatsächlich. Okay, der hellste ist er nicht. Na gut. Nee, ist er wirklich nicht. Oh ja, wie elegant. Aber du bist ein Idiot. Geht das hier rein? Ich glaube nicht. Er dreht sich zum Glück schnell genug, sodass das für uns nicht das Problem ist. Nee, da drüben ist das, okay. Okay, gut. Er hat wieder seinen Weg gefunden. Dann machen wir das einfach ohne den Tank. Okay, so ein Riesentor und dann eine kleine Tür dahinter. Das ist natürlich schon der Hammer. Naja, wunderschön. Ich höre schon wieder Ticks. Und das heißt, wir brauchen auf der 7 was ganz anderes, nämlich die Feuerwerkskörper. Oh, echt? Na dann, hier, Leute. So, jetzt heißt es nur warten. Ja, irgendwo war ein Runner auch noch. Ich weiß aber nicht. Es klang so, als wäre der mitten im Berg gewesen. Im Massiv.
Funktionieren die Dinger nicht mehr, oder was? Tun sie doch. Okay. Langer Gang. Ja, die stehen hinter der Tür. Es könnte sein, dass das auch die richtige Richtung ist, aber man kann es auch mit der anderen probieren. Okay. Ja, es hilft natürlich schon. Das scheint dann wohl draußen zu sein. Ja, wieder aufpassen hier. Bei der dunkelblauen Munition. Teilmantel. Ja, ich glaube aber nicht, dass das die richtige Richtung ist. Zumindest was die Mission angeht. Gut, da haben wir tatsächlich eingesetzt. Gut, dass man die hier bekommt. Nein, danke. Ringe silbern. Was immer die auch auf einer Militärbasis machen. Der General denkt, wo habe ich denn meine Militärringe silbernen? Ja, andere können es ja kaum sein. Das irgendwie eine militärische Bedeutung gehabt haben. Ich nehme an, dass da die Freiheit ist. Genau. Oh, guck mal. Das sieht doch mal interessant aus. Guck mal gleich mal rein. Lederstiefel und jede Menge Erste-Hilfe-Sets. Ja, da hatten wir unseren Spaß schon gehabt damit. Vor ein paar Folgen. Komm, knickel, knack mal. Was haben wir denn hier alles Schönes? Zwei Vogeldunst. Mhm. 10 für die Elksuzar, da kommen wir so langsam Richtung 500. Noch eine blaue Quest. Gut. Das hatte man alles schon. Gut, aber ein Dietrich leichter oder für eine Waffe schwerer. Das klingt nicht nach einer Win-Win-Situation. Gut, dann müssen wir doch in die andere Richtung. Sekunde mal. Ja, trinken nicht vergessen. Bei der Hitze wichtig. Ich habe zwar heute schon über 2 Liter, aber das reicht natürlich nicht. So, wie sieht sie aus? Weiterhin leer. Aber hier dürfte uns einiges erwarten. Davon gehe ich felsenfest aus. Nicht direkt zumindest. Okay. Kleber. Hey. Ich fände es übrigens gut. Was ist das denn? Ist das ein AG-5? Tatsächlich. Die kann man alle nehmen. Wenn man den Stand in den verschiedenen Dingen halt nachschauen könnte. Also wenn ich jetzt halt ins Inventar gehe und dann irgendwo einen Reiter habe, der sagt, hier Plündra oder was weiß ich, dass ich umschalten kann zwischen meinem Inventar, Plündra und so weiter, dass ich einfach sehe, was ich gebunkert habe. Ob ich da jetzt noch was brauche oder nicht. 100 für die AG5 sogar. Was für eine Qualität war das? Blau. Ich glaube, da haben wir nämlich tatsächlich noch ein grünes.
Die sind aber sehr, sehr nah. Mach mal auf. Geh mal einen ganzen Schritt zurück. Gut, warum auch immer die verkehrt rumsaßen. sind 16 EP, die nehmen wir natürlich mit. Na? Und wir kommen ja bei der Insektenvernichtung noch ein bisschen weiter. Okay, dann brauchen wir hier dann doch die Elks, tut's auch eher. Okay. Eieiei. Dies sieht schmerzhaft aus. Ne, der ist nick. Der britzelt noch, okay. EMP, das nehmen wir. Hohlspitz. Danke, nein. Ja, hier muss man ja leider damit rechnen, dass die durchglitschen. Leider schon. Das geht hier sehr, sehr schnell. Ah ja, guck mal. Okay, dann lade erstmal nach. Jeder Schuss zählt. Also das Vollsichtmodul war der Hammer. Ist der unten? Bitte was? Guck mal, bist du unten drunter oder was? Wahrscheinlich. Ich würde mal sagen, ja. Okay, dann habe ich was für dich. Ja, Junge. Die bekannte Schwachstelle der Maschinen. Das Gerüst. Ich weiß natürlich nicht, ob der jetzt absichtlich hier drin war oder ob der hier reingeglitscht ist. So, das Büchlein wollten wir, Alter. Artillerieabschnitt Festung Thorsberg, eingeschränkter Zutritt. Das Dokument beschreibt das Protokoll für die Einsätze der Festung Thorsberg und des dortigen Bataillons. Sowohl in ruhigen als auch in Krisenzeiten, jemand hat einen Abschnitt eingekreist. Festung Thorsberg, Artillerieabschnitt, eingeschränkter Zutritt. Aufgrund seiner strategischen Bedeutung ist der Zugang zu Artillerie sowie zu allen Bereichen des Artilleriebunkers einschließlich der Wohnräume strengstens auf befugtes Personal beschränkt. Diese Einschränkung gilt für sämtliches in der Kommandozentrale stationiertes Personal. Der Zutritt erfolgt durch eine verbale Gegenbestätigung wechselnder Sicherheitscode für den Hauptkontrollraum, woraufhin die Tür aus der Ferne entriegelt wird. Gott, stell die Stromversorgung wieder her. Ach so, ah. Ah ja. Da sieht man die Hand. Oh echt, das hat uns jetzt beschwert. Sprinten deaktiviert. Die Hand ist eine Etage tiefer, okay. Das ist keine Tür, das ist nur aufgemalt. Abgesperrt. Okay. Es flickert und britzelt ein bisschen hier anscheinend. Ansonsten scheint es hier ruhig zu sein. Wir haben noch nicht einen einzigen Punkt Schaden genommen hier. Kommen also relativ entspannt hier durch. Ja, nimm halt mal. Leute, ich lasse das jetzt mal mit dem, mit den ganzen Materialien. Unsere ganze die Recyclingstation ist voll genug und das spart uns jetzt momentan einfach Gewicht, was wir nicht brauchen. Jetzt nicht unnötig mit rumschleppen müssen. Wir haben noch andere Dinge, die wir natürlich mit uns unnötig herumschleppen. Sag mal, haben wir eigentlich schon eine der Waffen hier gefunden? Also, sollte ich ja vielleicht auch auf Karte gehen.
Tatsächlich. Das ist ja nicht schlecht. Dann sehe ich ja nämlich keine. Naja. Aber gut, man ist ja quasi über die Waffe drüber gestolpert. Von daher. Der nächste, der hier langkommt, wird sich denken, oh geil, so viel Stoff und Zwirn und was ist das denn alles? Da vorne irgendwo. Ich traue dem Braten nicht. Ja, wieso traue ich dem Braten nicht? Wieso könnte man? Hm. 57 Medikits sind auch genug. Schnauze. Ah, da muss man dann doch ein Medikit einsetzen. Und da bin ich nicht mal traurig darüber. Das nehmen wir alles mit. Finde das Kommandozentrum in der Festung Thorsberger. Ah, der Ulven, echt von dem Tick? Von dem Tick ist einer gleich zum Rivalen aufgestiegen. Ist ja der Hammer. Munition, hey, brauchen wir ja doch sehr, sehr viel. Hm. Natürlich nicht. Und ich schmeiß zur Not auch die blaue Kpist raus, das ist kein Problem. Nein, danke. Wir sind gut ausgestattet. Okay, dann wieder rauf und in eine andere Richtung gehen. Nee, den hatten wir schon. Ist die Tür jetzt offen? Nee, das war ja die aufgemalt, oder? Das ist nämlich tatsächlich auf dieser Ebene. Ja, die ist nur aufgemalt, genau. Und die hier ist abgesperrt. Okay, dann müssen wir doch noch eine rauf. Sonst hier nichts Interessantes, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, für all die, die auf Akten stehen, da gibt es natürlich auch jede Menge hier. Mal so einen Aktenordner mitnehmen. Eine gute. Einfach bücken. Ah, keinem Braten hier trauen. Hör ich was? Ich höre nichts. Außer dem ganzen Gestampfe da draußen. Okay. Hm. Viele Gänge. Okay, dann lass uns erstmal die Missionsrichtung ansteuern. Das scheint ja hier runter zu gehen. Alle, die Krankenstation. Wie viel haben wir davon? Ja, okay. Wie viel haben wir davon? 17. 79,999. Ah ja, wir sind gerade am richtigen Gewicht. Ja, ich nehme jetzt wirklich nur mit, was jetzt Sinn macht. Genau, sag ich ja. Nee, das ist nicht hier. Klo, vielleicht ein Bauplan. Ja, das muss man halt dann schon durchgucken. Es kann halt diese ganzen Baupläne, wenn du da die Kleidung mal ein bisschen aufmöbeln kannst, auf Level 2 oder so, dann kannst du ein bisschen Material verbrauchen. Und man hat ein bisschen besseren Schutz. Das sind natürlich immer nur so kleine Prozentpünktchen. Dass man da nicht zu sehr hier das Spiel aus der Balance bringt, aber das ist trotzdem sehr interessant. Bitte was? Ah, da sitzt er. Dann lade erstmal nach. Ja, oder lade halt nicht nach. Das war wieder viel zu schnell. Andermal reagiert er nicht. Aha. Gut, dann lade halt jetzt nach.
Ah ja. Das funktioniert immer relativ gut. Also mal aufhören mit Rauchen, danke. Wieder was? Steht er da auf dem Tisch? Ich bin mir relativ sicher, dass die hier gar nicht reingehören. Na gut, ein paar Ticks kann man ja noch mitnehmen. Schon mal hier ist. Na? Wenn ich die nur sehen würde. Ah, da hinten steht er. So, ist jetzt hier Ruhe. Gut. Dann können wir uns ja ein bisschen erleichtern. Das ist ja auch nicht so schlecht. Gut, das Schießen ist natürlich auch eine gewisse Erleichterung. Und solange man nur sowas bekommt, sowieso. Was haben sie denn hier wieder gemacht? Moment, wir gucken uns das gleich mal an. Hallo? Einer wollte auch uns ein 128 Kilobyte RAM-System hier starten. Also so ist das hier. Ein bisschen Hardware aufrüsten. Torsberga, Torsberga. Det här är HMS Visborg. 10 distansminuter sydost om Hisingenäset. Vi har inkommande eldgivning från era pjäser. Bekräfta. Jag upprepar, ni skjuter på era egna. Avbryt om... Ah ja, det var en Anrufbeantworter sozusagen. Verschaffe dir Zugang zur Artilleriesektion. Ach so, das wollte er schon machen, okay. Betritt den Bunker der Küstenartillerie in der Festung Torsberga, was? Okay. Das wollte er machen, naja. Wisst ihr, die waren schon, die sind genauso weit wie wir. So, was ist hier hinten? Geht's dann weiter da, oder was? Ne, das ist eigentlich wieder zurück. Ah, hier gibt's wieder jede Menge Ticks. Ist ja der Hammer. Andere steht hier. Alles klar. Noch sammeln wir Ticks jeden Typs. Das ist also völlig egal. Okay. Das Zeichen sieht auch tendenziell eher oben aus. Ja. Wann kommst du her, oder wer ist das hier? Oder muss ich raufkommen, hm? Wahrscheinlich letzteres. Nee, danke. Wo steht er denn? Um die Ecke anscheinend. Tja, da hättest du an die Treppe kommen können. Das wäre dann ein leichteres Spiel gewesen. Na, guck mal. Natürlich. Was macht ihr denn hier, Leute? Ziel für 1 bis 4 natürlich, auf jeden Fall. Ansonsten ist hier nichts. Okay. Oh ja. Sprinten deaktiviert. Na, das ist dann schon der richtige Gang, okay. Das ist ja gar nicht so schlecht.
Die nehmen wir noch mit. Sprinten ist eh deaktiviert. Okay. Gut. Nix hier, alles klar. Ich hätte ja gern immer noch einen Bauplan. Weiß aber gar nicht, ob es hier einen gibt. Kampf eingetreten, echt? Und schon gewonnen. Ja. Schalldämpfer für Maschinenpistolen. Wie gut ist denn der, den wir dabei haben? Hallo. Schalldämpfer, Maschinenpistolen. In blau, ja gut. Beziehungsweise, warte mal. Ne, das ist ja Sturmgewehr, genau. I-76, das wäre ja nur für die Pist. Interessant. Brauchen wir aber nicht. Ja, vor lauter Icons, sieht man nicht unbedingt. Warte mal. Die Richtung müssen wir. Schon die richtige Richtung anstreben. Gibt's noch heute zu essen? Naja, Parteimantels. Notsignal, Rauch, Granate. Nur Granate ist natürlich gut. Ansonsten hier nichts. Was ist hier drin? Wenigstens etwas. Viele Räume rechts und links. Noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Golden. Hm? Welchen Ring haben wir eigentlich, meine Gute? Hm? An der Hand. Genau, den goldenen. Eben. Es gibt noch den silbernen, oder? Sieht irgendwie sehr identisch aus, wenn ich das durchschalte. Na gut. Wenn es egal ist, dann nehmen wir golden. Gänge hören ja gar nicht mehr auf. Oh. Wo kommt das her? Von hier oder was? Ach, wir sind hier wieder rausgekommen, echt? Ah, interessant. Wir waren hier schon. Ja, wir sind einfach in die Richtung gegangen und dann einen Rundweg. Okay. Das heißt, wir müssen hier wieder zu... Ist das dann auf der anderen Seite? Oder? Ja, das wird halt nicht angezeigt. Okay. Also müssen wir tatsächlich hier wieder raus. Am Tank vorbei wahrscheinlich. Was hattest du eigentlich? Kannst du behalten, Junge. Okay. Der Tank stapft da draußen irgendwo rum. Wir müssen nur über die Straße. Ja, lass das Licht lieber an. Ja, sollte man schon wissen, was man hier macht. Nee, hier ist keiner. Wir sind überladen, ja, wir können nicht rennen. Finde und deaktiviere alle drei Artilleriebatterien in der Festung Thorsberg, okay. Naja, man sieht sie auch, die drei. Mehr da hinten? Ne, sieht nicht danach aus. Die Panzerbrechenden nehmen wir bitte mit. Wie viel sind wir denn eigentlich überladen? Nicht so viel.
Ja, die Kiste, die gepisst haben wir ja in Blau. Halt, schmeiß die mal raus. Hast du die Munition jetzt mitgenommen oder hast du sie da gelassen? Hast du sie da gelassen? Dankeschön. Also haben sie das noch nicht behoben mit der sich selbst bestückenden Bewaffnung. Okay, was haben wir hier drin? Na, die Standard-Erste-Hilfe-Sets. Noch eine Waffe, ja, vergiss es. Die gehört eh nicht dazu, also von daher zu den zählenden Waffen, da muss ich sie ja nicht mal aufnehmen. Dankeschön. Ah ja, da unten geht's lang. Wir kommen gleich. Ja, 55, das reicht, das reicht, das reicht. Okay. So, die Tür ist wahrscheinlich auch wieder aufgemalt. Nee, abgesperrt. Gut, dann ist jetzt wahrscheinlich die Elkstuzare mal ein bisschen dran. Oh, das haben sie immer noch nicht gefixt. Hey, ist das nicht geil? Das heißt, du musst ein bisschen die gelbe Sache halt als Marker nehmen, ja. Das ist ein bisschen blöd, weil ich komme auch tatsächlich gar nicht ganz rüber. Ist ein bisschen ungünstig. Ah, naja. Okay, der ist schon platt. Bitte was? Okay. Gib mir mal ein Medikit. Ach, das geht gar nicht auf. Ah ja, gut. Sie hört sich auf jeden Fall sehr aufgeregt an. Ich hätte gern die Scharfschützen-Spezialisierung. Ja, das war schon extrem hilfreich. Aber das können wir noch nicht entscheiden, ob wir das machen. Das ist die zweite Waffe, okay. Wie gut ist die? Oh, die sieben ziemlich gut. Oh ja, das müssen wir natürlich auch mitnehmen. Verdammt. Was legt man denn da ab? Da haben wir ja eh nichts. Haben wir hier irgendwas Unnützes? Haben wir nicht. Haben wir hier irgendwas Unnützes? Sehr viele Granaten haben wir jetzt dabei. Okay, dann lass mich hier mal... Nein, halt. Lass mich mal 20 ablegen. Das reicht nicht mal, krass. Dann lass mich da nochmal... Was haben wir da zu viel? Wie viel wiegt das ein? Das ist 50 Gramm. Also müssen wir 13 ablegen. Ja. Okay. Gar nichts davon. Hart am Limit mal wieder. Ah ja, guck mal. Waffe Nummer 3. Verdammt. Ach, das ist auch blau. Verdammt, wir müssen das alles mitnehmen. Was kann ich machen? Die kann zum Beispiel raus. Die Mäusermunition fliegt jetzt auch erstmal raus. Vogeldunst fliegt raus. Die fliegen jetzt auch raus. Wir nehmen dann einfach die normalen Notsignalfackeln.
ist wichtiger so. Und Waffe Nummer 4. Und wieder zu schwer. Eine violette Schöquist. Willst du mich verarschen, Leute? Verdammt! Was soll ich denn noch rauswerfen? Wir sind wieder 300 Gramm zu schwer. Okay, die Autobatterie fliegt jetzt raus. So, was hast du? Okay, zumindest das, ja, da hätten wir das tatsächlich vollständig. Oh, der Weg ist beschwerlich hierauf. Tja, Leute, da das sowieso eine längere Kiste ist, machen wir es einfach so, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich will die Folge nicht zu überlang, wir sind schon eh schon über eine Stunde und das zieht sich noch. Das zieht sich noch ein ganzes Stückchen, also von daher, das wird noch wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern und vielleicht legen wir uns auch noch mit dem Tank draußen an. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen coolen Tag, wir sehen uns, macht's gut, ciao.